In Klessin im Oderbruch ist heute die Idee für eine neue Gedenkstätte vorgestellt worden. Sie soll an die heftigen Kämpfe in dieser Region zwischen Wehrmacht und Roter Armee kurz vor Kriegsende 1945 erinnern. Feld Klessin, Feld Berlin. Mit dieser Parole schickte die deutsche Wehrmacht ihre Soldaten in eine wochenlange Schlacht. Das Schloss Klessin war damals Teil der Festung und wurde bis auf die Grundmauern zerstört. Künftig soll ein Portal aus Stahl an den Ort erinnern. Seit etwa 10 Jahren untersuchen Freiwillige diesen ehemaligen Kriegsschauplatz. Mehr als 200 tote Soldaten wurden in dieser Zeit von ihnen geborgen. Der jüngste Fund wurde gestern gemacht, im früheren Keller des Schlosses. Ihre Geschichten sollen nun in der neuen Gedenkstätte erzählt werden.